Herzlich willkommen bei Noobtech und einem weiteren Unboxing und Video Review. Heute schauen wir uns nach langer Zeit und wie versprochen einmal das Logitech Illuminated Keyboard an. Es ist schon ein älteres Modell, hat aber nichts an seiner Attraktivität verloren. Es ist eines der ersten Keyboards, welche eine komplett beleuchtete Tastatur hat und auch im Design sehr edel aussieht. Beginnen wir deswegen gleich mal mit dem Unboxing selbst. Wir haben hier, wie üblich, an der Hinterseite Siegel, die hier so aufzumachen sind. Es genügt im Normalfall, eine dieser Siegel zu öffnen. Wir ziehen dann die Lasche hier so raus. Wir sehen, der innere Karton ist in Schwarz gehalten. In der Verpackung selbst befindet sich natürlich die Tastatur in einer Plastikschutzhülle. Wir können auch hier schon das sehr flache Design dieser Tastatur erkennen. Weiters haben wir dann in dieser Box einen kleinen Umschlag. Darin ist eine Quick-Start-Anleitung für das Keyboard selbst, etwas Werbung, wichtige Informationen, welche auch immer die auch sein mögen. Und wir haben hier die Treiber-CD. Zur Treiber-CD sei gesagt, diese wird nicht benötigt, da Windows das Illuminated Keyboard selbst erkennt und alle Funktionen freischaltet. Nehmen wir nun das Keyboard selbst aus dieser Verpackung. Wir erkennen also hier, wie schön flach sich eben diese Tastatur auf dem Schreibtisch duckt und so wirklich sehr angenehm beim Schreiben ist. Die Unterseite hier macht einen gummierten Eindruck, ist aber trotzdem nur Plastik, macht aber trotzdem keinen Unterschied. Man kann hier den Handballen natürlich wunderschön auflegen. Die Tasten erinnern vom Anschlag her an Notebook-Tasten, macht es beim Schreiben und Drücken der Tasten natürlich viel leichter als diese hohen Tasten, die man sehr tief drücken muss, um wirklich an das Ergebnis zu kommen. Wir kennen dann hier unten die Fn-Taste, die wir auch von Notebooks kennen oder Netbooks. Und hier in Orange gezeichnet, die passenden Multimedia-Tasten. Wir haben hier, wie gesagt, dann, wenn wir die Fn und diese F1-Taste gleichzeitig drücken, kommen wir auf Home, wir können E-Mail, wir können suchen, wir können den Messenger etc. etc. aufrufen. Wir können diese Tasten, wenn wir dann die Software installieren möchten, natürlich frei belegen. Was wir an dieser Seite sehen, ist die etwas anders gelagerte Entfernen-Taste oder Delete-Taste. Ansonsten ist das Design, wie gesagt, sehr ansprechend. Wir haben an der Rückseite dann noch diese ausklappbaren Füßchen. Haben wir diese ausgeklappt, ist das Keyboard etwas nach vorne erhöht, aber trotzdem noch relativ flach. Vielleicht kann man es hier so etwas besser erkennen. Ich sag mal,
wenn ich den Finger hier hinhalte, das sind maximal 2 cm, die die Tastatur so in die Höhe ragt. Ich werde versuchen, nun euch zu zeigen, wie die Tastatur beleuchtet aussieht. Sollte es mir hier nicht gelingen, dann werde ich natürlich entsprechende Bilder an dieser Stelle einbinden. Ich schließe dazu die Tastatur an einen Hub an. An dieser Stelle wird es etwas dunkler. Wir sehen hier aber trotzdem schön, wie die Tasten beleuchtet sind. Wir haben dann hier dieses Lämpchen-Symbol, mit dem wir das Ganze dimmen können. Ich hoffe, es ist hier gut zu erkennen. Jetzt ist es aus. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Wie gesagt, ich muss sagen, ich persönlich verwende diese Tastatur nun schon über ein Jahr und ich möchte sie nicht mehr missen. Es ist für mich die Tastatur, nach der ich immer gesucht habe. Auch wenn die Tasten nicht ergonomisch angeordnet sind, das heißt, sie sind nicht gedreht, so wie es die Hände sein sollten oder wie es uns von diversen Herstellern suggeriert wird, dass es so am besten ist. Wichtig an dieser Tastatur ist auch noch, dass sie voll für Gamer geeignet ist, denn auch hier gibt es keinen Ghosting-Effekt, das heißt, man drückt mehrere Tasten gleichzeitig und es wird genauso ausgeführt, wie es sein soll. Tja, ich hoffe an dieser Stelle, ich konnte nun so einige Fragen, die eben über dieses Keyboard gekommen sind, beantworten. Wenn ja, erzählt es weiter, macht eventuell ein Abo, soweit ihr noch keines habt. Und die anderen, tja, die behalten es für sich und machen eben kein Abo. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, bewerten, kommentieren und abonnieren.